Hey Leute, willkommen zum zweiten Teil dieser Renovierung meines Hauses von 2013. Ich wollte es nochmal erwähnen, falls jemand den ersten Teil nicht gesehen hat. Ich habe hier in 2013 ein Haus in Sunset Valley am Hang gebaut. Davon gibt es leider kein Hausbauvideo mehr, das habe ich im ersten Teil erklärt. Aber ich dachte mir, weil ich schon damals nicht wirklich zufrieden damit war mit einigen Sachen, dass ich es vielleicht nochmal umgestalte und kam jetzt vor kurzem dazu und teile das hier mit euch. Es ist leider wieder sehr lang geworden, das Video. Deswegen habe ich es in zwei Teile geteilt, weil ich doch sehr viel daran gearbeitet habe, weil ich wollte, dass es ein richtig cooles Haus hier wird. Und ihr seht, dass ich einige Möbel beibehalten habe von der 2013er Version und sie hier jetzt eben so ein bisschen ändere, damit sie eben, ja, finde ich, besser in das Haus reinpassen. Und wir fangen hier mit dem Schlafzimmer an, beziehungsweise die Küche haben wir auch schon ein bisschen gestaltet und im Schlafzimmer habe ich eben die, also das meiste würde ich sagen, beibehalten. Da haben wir fast alle Möbel so gelassen, wie sie sind, haben nur den Holzton ein bisschen verändert, ein bisschen andere Farben reingebracht. Vorher war da viel mehr Gold, auch hier dieses schöne Muster in der Wand habe ich beibehalten, habe es leicht verändert, wie ihr gerade seht, und eben auch die ganzen Wandholzleisten entfernt, aber ja, ich denke mal so einigermaßen die, der grundlegende Stil des Schlafzimmers bleibt erhalten und generell auch vom Haus. Also ihr könnt ja auch gerade, wenn ihr dann am Ende die Screenshots seht, könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr denkt, dass ich das so beibehalten habe, wie es vorher ist, also so den grundlegenden Charakter des Hauses. Ich finde eigentlich schon. Also ich bin ziemlich zufrieden damit, wie ich das hier am Ende gestaltet habe. Es sieht definitiv besser aus als vorher. Da könnt ihr mir nichts erzählen, wenn irgendjemand die erste Version besser findet. Keine Ahnung, was mit euch falsch ist. Aber ja, ich bin definitiv zufrieden damit, wie das hier geworden ist. Und ihr seht also mich hier öfters Sachen übernehmen, Sachen von der unteren Ecke des Grundstücks hier hochholen, weil ich da sehr viele Möbelstücke eben platziert habe, bevor ich hier alles umgeändert habe. Und ja, habe halt eben erstmal die Hausform umgeändert und jetzt eben die Räume eingerichtet. Die sind weiterhin so wie vorher gedacht. Also hier haben schon in der ersten Version eine alleinerziehende Mutter und ihre Teenager-Tochter drin gelebt. Die sind, soweit ich weiß, auch im Exchange zu finden, falls ihr eben auch mit der entsprechenden Familie spielen wollt. Könnt aber natürlich auch eure eigene Familie hier einziehen lassen. Wir haben außerdem noch ein weiteres Zimmer übrig. Daraus habe ich einen Fitnessraum gemacht, aber auch daraus kann man ein Kinderzimmer machen, wenn man will. Nur hat das Kind dann quasi sein eigenes Badezimmer, würde ich sagen, weil man durch den Raum zum Badezimmer kommt. Genau deswegen habe ich ja auch einen Fitnessraum draus gemacht, also einen eher öffentlichen Raum, anstatt eben sowas wie ein Schlafzimmer. Genau, und die farbliche Gestaltung der einzelnen Räume habe ich auch einigermaßen beibehalten. Also die Küche hatte auch diese roten Fliesen, war generell auch eher rot gestaltet. Das Badezimmer hier im Obergeschoss, oder naja, eher im Erdgeschoss, ne, war auch grün vorher. Und eben auch das Schlafzimmer hat natürlich noch die gleichen Farben wie vorher, weil ich auch die Möbel beibehalten habe. Das heißt, ich habe mich da so ein bisschen farblich orientiert. Was die Inneneinrichtung oder generell was das Haus angeht, würde ich mittlerweile nach so 6 Jahren vielleicht auch das ein bisschen anders gestalten. Aber ich wollte, wie gesagt, den Charakter des Hauses beibehalten. Und was ich sehr gern mag, was ich definitiv zu 100% so gelassen habe, sind diese Regale im Eingangsbereich. Die sehen nämlich richtig cool aus. Die hatte ich auch da schon ganz schön da platziert und ja, genau, die habe ich deswegen dann auch so erhalten. Wie gesagt, ich habe ja nur irgendwie verändert, was ich auch noch nicht gut fand. Und so ein paar gute Ideen hatte ich auch 2013 schon, würde ich mal sagen. Ja, was ich auch super cool finde, ist hier dieser Esstisch, der direkt neben, also der direkt zwischen die Säule und den Zaun gepasst hat, sodass man, wenn man auf der anderen Seite sitzen will, halt so einmal um die Säule drum herum laufen will. Das fand ich irgendwie voll cool und deswegen habe ich das da so platziert. Finde ich, fügt sich da sehr gut ein. Haben ja generell halt da so eine Grillecke, haben sogar so einen Pizzaofen, was ganz cool ist. Der ist übrigens aus dem Store. Und vorher hatten wir hier diese Muschellichter, von denen ich nicht so sehr ein Fan bin. Ich bin mehr ein Fan von diesen Store-Lichtern eben. Wir hatten auch in der 2013er Version wesentlich weniger Store-Anhalte, als wir wahrscheinlich jetzt in dem Grundstück drin haben. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich muss das Grundstück auch noch in den Exchange hochladen
Und da werde ich dann wahrscheinlich sehen, wie wahnsinnig viele Stornhalte ich da so drin habe. Aber ja, so ist das eben. Und hier den unteren Raum, also der ist ziemlich groß geworden, ziemlich offener Raum. Das hat eben das Wohnzimmer und der Partyraum und auch ein Büro, wobei ich davon ausgehen würde, dass man im Büro wahrscheinlich nur ist, wenn nicht gerade eine Party am Start ist, weil sonst kann man da bestimmt nicht gut feiern, nicht gut arbeiten, sorry. Feiern kann man auch, wenn da jemand arbeitet, aber man kann nicht gut arbeiten, wenn Leute feiern. Genau, so. Und wobei, wenn irgendwie jemand in der Ecke sitzt und irgendwas Wichtiges schreibt und sowas, feiert das sich dann gut oder fühlt man sich da nicht irgendwie auch komisch? Keine Ahnung. Hier habe ich jedenfalls mal dieses Muschelbild verwendet, was ich so gut wie nie verwende, weil es super unpraktisch ist, weil man es auch nicht in der Höhe verschieben kann, was ich noch nie verstanden habe, warum man nicht dieses Bild in der Höhe verschieben kann, damit es besser irgendwie, also gerade dieses Bild, super eigenartig. Ich habe es aber geschafft, das da zu platzieren, wo es einigermaßen gut ist, nur ihr seht es dann am Ende in den Screenshots, das hängt halt irgendwie von der Decke, also eigentlich hat das ja so einen Rahmen, aber irgendwie verschwindet der Rahmen auch wieder in der Decke. Und das ist super schlecht gemacht. Ich will irgendwie dieses Muschelbild immer verwenden, weil eigentlich ist es ja für große Räume gedacht, nur ist es super unpraktisch designt. Naja, trotzdem, wie gesagt, haben wir es geschafft, das hier aufzuhängen. Und ich mag generell auch den Eingangsbereich sehr gerne. Da kommt später noch ein Licht hin, was diesen Treppenaufgang auf jeden Fall auch noch sehr in Szene setzt. Bin generell ein Fan von dieser L-Treppe da. Und hier haben wir jetzt so einen kleinen Esstisch. Vorher hatten wir auch gleich viele Stühle und auch die gleichen Stühle tatsächlich, aber an einem anderen Tisch. Und ich finde den da eigentlich ganz süß in der Ecke. Wir haben auch noch so eine kleine Kochinsel, an dem man so, ne, wahrscheinlich sein Essen so ein bisschen zubereiten kann. Und ja. Außerdem habe ich schon im ersten Teil erwähnt, hatten wir schon vorher bei diesem Haus so Solarpaneele hier auf dem Grundstück stehen oder auf dem Dach und die wollte ich weiterhin beibehalten, weil auch die meiner Meinung nach zu dem Charakter des Hauses dazugehören und deswegen gestalten wir die hier. Ich nutze dafür viel Constraint for Elevation, falls ihr wissen wollt, wie man Constraint for Elevation so umgeht. Dazu habe ich auch Tutorials gemacht. Und hier seht ihr das quasi mal so ein bisschen im Einsatz. Blöd war nur, dass das Dach leider einen Winkel hatte, den ich mit diesem Constraint for Elevation Treppenstufen nicht besonders gut nutzen konnte. Das heißt, die Solarpaneele haben einen anderen Winkel als das Dach. Hab da auch ein bisschen rumprobiert, hab da einiges rausgeschnitten, aber ja, ich habe sie halt jetzt in einem anderen Winkel gelassen als das Dach. Hätte ich das Dach auch in diesem Winkel gehabt, dann hätte das nicht so gut ausgesehen wie jetzt. Also ja, ich glaube, es sieht noch am besten aus, wenn die halt einfach einen unterschiedlichen Winkel haben. Auch hier, der Vordergarten, ne, war sehr manikürt in der vorherigen Version. Ist halt auch ein Haus von reichen Sims. Deswegen dachte ich mir, hey, manikürter Garten. Aber ich finde, wie ich das dann später gemacht habe, mit einem etwas freier fließenden Garten, sieht das deutlich besser aus. Wir haben aber trotzdem weiterhin hier diesen schönen Weg zur Eingangstür. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Eingang, den habe ich hinzugefügt, den hatte das Haus vorher nicht. Für das Elternschlafzimmer, keine Ahnung, wenn die Mutter oder sowas abends feiern geht und ihre Teenagerin nicht aufwecken will, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da halt noch einen zweiten Eingang für was weiß ich. Oder wenn sie vielleicht morgens irgendwie in aller Eile zur Arbeit muss. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Eingang, der direkt eben zu den Parkplätzen führt. Kann ja nicht schaden, noch mehr Eingangsbereiche zu haben, ne? Ich habe allerdings dafür gesorgt, dass halt eben die Eingangstür auch die Eingangstür ist. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten bei Sims 3, dass man da, man kann da auf jeden Fall mit gedrückter Steuerung und Shift-Taste auf die Tür drücken und dann kann man halt als Eingangstür festlegen bei den ganzen Türen nach draußen. Das sollte man nicht vergessen. Ich hatte nämlich ursprünglich die, also so grundsätzlich generiert war die Eingangstür unten bei dem Grillbereich und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn dann irgendwie Gäste kommen und dann müssen die alle mal nach unten gehen. Ja, deswegen habe ich das da nochmal umgeändert. Zumindest sollte ich es umgeändert haben, ich hoffe es. Ansonsten ändert das einfach im Gameplay, wenn ihr das Haus nutzen wollt. Hier ändere ich den Pool nochmal ein bisschen, weil mir das alles auch viel zu hell war. Ich mochte auch die ganzen, diese ganzen runden Elemente nicht. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von den runden Pools. Ich weiß nicht, ob generell oder nur in Sims 3. Ich glaube,
einfach nur in Sims. Ich finde, da sieht das irgendwie nicht so gut aus, weil es nicht ganz so elegant fließend ist, wie man das eigentlich wollte, weil man da nicht ganz so flexibel ist, wie man eigentlich sein will mit so einem Pool. Und deswegen habe ich da halt eben einen viereckigen Pool draus gemacht, ganz simpel. Ich finde die, also da kann man nie schief, also das kann nie schief laufen, wenn man die so gestaltet. Habe eben einen dunkleren Zaun hier platziert und da halt eben noch so ein Glaszaun, weil ich mir dachte, okay, vielleicht möchte man nicht unbedingt da runterfallen, wenn man im Pool ist. So ein bisschen sicherheitsmäßig. Aber wir haben weiterhin diesen Infinity Pool beibehalten, das Ganze hier ein bisschen dunkler gestaltet, dann eben zum Beispiel den Rand mit diesem Backstein statt in diesem hellen Weiß gestaltet. Mir ist auch aufgefallen, was ich super eigenartig finde. Ich hatte damals sehr wenig Muster verwendet, also fast alle Sachen waren einfach nur weiß, also dieses normale Weiß oder dieses normale verschiedene Dingens von Sims 3. Und dann in irgendeiner Farbe, anstatt irgendwie Holz zu nutzen oder sowas. Das, finde ich, hat man auch gesehen. Ich finde, das sah auch lange nicht so gut aus. Deswegen, ja, haben wir hier natürlich einige mehr Muster drin. Das heißt, hier ist das Holz auch tatsächlich Holz und solche Dinge. Hier unten haben wir auch weiterhin den Sitzbereich, auch wenn der gleich nochmal ein bisschen woanders hinkommt wie jetzt. Und außerdem ein Highlight von dem Grundstück, das seht ihr auch am Ende in den Screenshots dann. Und auch bei dem kleinen Bild, nicht kleinen Bildchen, bei dem kleinen Video am Ende immer beim Abspann, ist ja der Whirlpool, oder nicht der Wasserfall über dem Whirlpool. Genau, so ist es richtig. Da habe ich halt eben so eine Kugel genutzt, die halt eben so eine Effektkugel aus Sims 3 und habe da eben einen Wasserfall hingesetzt. Der war nur lustigerweise irgendwie verkehrt, also der hat in Richtung der Treppen geführt und nicht in Richtung des Whirlpools. Ich hoffe, wenn ihr das Grundstück platziert, führt der jetzt in die richtige Richtung, weil ich habe es halt nochmal angepasst. Kann aber auch sein, dass es irgendwie am Platzieren des Grundstücks liegt. Wenn ja, dann einfach in den Kauf- oder Baumodus gehen und dann hängt da in der Nähe von der Grillecke so eine blau-violette Kugel und die einfach einmal in Richtung des Whirlpools drehen. Und dann sollte das richtig sein. Oder wenn es irgendwie nicht funktioniert, wenn ich das stört oder sowas, einfach die Kugel dann entfernen. Das ist einfach nur so ein kleiner süßer Effekt, der irgendwie auch total unrealistisch ist. Ich habe da halt so eine kleine Fontäne oben hingesetzt und dann kommt da halt so wahnsinnig viel Wasser raus. Aber ich fand das damals cool, okay, und ich möchte es jetzt nicht entfernen. Ich möchte Vergangenheits-Steffi jetzt nicht sagen, dass das uncool war, sondern ich lasse ihr das, dass sie das cool fand und dass wir das so beibehalten. Ich finde auch gerade diesen Bereich hier viel schöner. Dadurch, dass diese kleine Terrasse, die eben zu den Parkplätzen führt, dadurch, dass sie halt so offen gestaltet ist, dass sie nicht so blockig mit Fundament ist, sondern dass sie da, naja, was heißt schwebt, aber ne, so ein bisschen vom Boden erhöht ist, wirkt das viel offener und luftiger als vorher. Und generell auch da, ne, das Gebäude ist so viel... Es ist so viel weniger blockig. Ha, es fühlt sich an, als wäre das Grundstück befreit worden. Als wäre es halt einfach nicht mehr so, keine Ahnung, so schwer wie vorher. Ja, das hier war irgendwie so ein bisschen das Schwierigste für die Einrichtung, fand ich. So diesen Raum irgendwie zu gestalten und da irgendwie eine ordentliche, ja, ordentliche, ja... Ich weiß gerade nicht das Wort, ordentliches System zu finden, das alles so zu gestalten, dass das irgendwie eine Struktur hat. Ich glaube, Struktur ist das richtige Wort, das, was ich gesucht habe. Eine ordentliche Struktur zu finden für das, für diesen Raum hier, weil er sehr groß ist. Ich habe nicht nur hier diesen Raumtrenner für das Schlafzimmer platziert, den ich ganz gut fand, sondern habe dann auch unten, wie ihr vielleicht gesehen habt, so ein paar Wände platziert. Haben wir hier in der Küche auch so ein paar leichte Trennwände, die das vom Flur abteilen. Und hier haben wir auch den Wohnbereich, der direkt neben der Treppe ist, eben hier vom Partybereich abgetrennt. Also habe ich versucht, viel mit Raumteilern und Raumtrennern zu arbeiten. Das hat, denke ich, mal ganz gut geholfen. Und ja, genau, deswegen, genau, das hat schon mal ein bisschen Struktur hier reingebracht und... Dann habe ich halt eben auch noch versucht, so die Objekte ein bisschen passender zu platzieren. Und ja, ich mag die Küche, die kleine Küche, die halt schon sehr ähnlich aussieht zu der vorher, aber eben doch besser. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie ganz cool, wie so Kleinigkeiten, ne, wo man sich denkt, so ja, eigentlich sieht es ja so aus wie vorher, wie sie es trotzdem besser machen. Also wie trotzdem dann der Raum
schöner aussieht mit so ein paar Details. Ja, wir haben hier auch ein paar mehr Vorhänge. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch vorher hatte. Ja. Und hier dachte ich mir auch, weil wir haben ja so eine sehr, sehr große Glasfront direkt im Eingangsbereich zum Schlafzimmer hin. Deswegen dachte ich, ist der Raumtrenner eigentlich ganz gut, sodass man halt eben nicht von der Straße aus sieht, was beim Bett so wirklich abgeht, sondern da so einen Raumtrenner davor hat. Wenn man zum Kleiderschrank geht, okay, vielleicht zieht man sich nicht direkt davor um, sondern geht auch hinter den Raumtrenner. Also man hat hier auf jeden Fall eine Möglichkeit für Privatsphäre. Und nach hinten Richtung Meer und in Richtung Garten sind die großen Fenster natürlich nicht so ein Problem. Aber ja, das war so die Idee dahinter. Dann haben wir hier das Badezimmer auf dieser Etage. Also wir haben auf jeder Etage ein Badezimmer. Und genau, das ist weiterhin halt in grün, auch wenn ich das dann ein bisschen anders gestaltet habe, es ein bisschen sanfter gemacht habe. Hier das Teenagerzimmer sah vorher ganz anders aus. Wir hatten ein Etagenbett. Warum auch immer, dass ich halt wollte, dass, oder nee, nicht ein Etagenbett, ein Hochbett hatten wir, glaube ich. Und ich habe halt hier jetzt ein Doppelbett draus gemacht. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Teenager oder die Teenagerin, besser gesagt, dass die Teenager-Tochter hier vorher auch eine Staffelei drin hatte. Deswegen habe ich auch die beibehalten und habe aber noch so ein paar andere Sachen hier verändert. Aber ich habe trotzdem halt keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich das so oft betone, aber ich weiß nicht, ich bin da so stolz drauf, weil Renovierungen oft halt auch heißen, dass man irgendwie alles entfernt und ich wollte halt so viel wie möglich beibehalten, ich wollte so viel wie möglich den Charakter des Hauses erhalten und das trotzdem schöner machen als vorher. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin echt gespannt, was ihr so von dem Haus haltet. Generell freue ich mich auch darüber, immer wenn ich ein Sims 3 Haus für euch zeigen kann, weil Sims 4 Häuser gehen viel schneller und sind auch einfacher zu schneiden als Sims 3. Deswegen freue ich mich immer umso mehr, wenn ich euch ein Haus in Sims 3 präsentieren kann, weil das sehr viel Arbeit war, das zu schneiden. Und das auch sehr viel Arbeit war, das hier zu bauen. Wobei das diesmal eigentlich ganz gut ging. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich brauchte nicht lange, das zu gestalten. Und ja, genau. Deswegen freue ich mich über das Haus sehr gerne, weil ich hatte wirklich die Idee, sehr lange hier endlich mal dieses Haus zu renovieren. Und dann habe ich es immer wieder vergessen und jetzt habe ich endlich mal wieder dran gedacht. Ja, hier seht ihr also das Wohnzimmer. Wir haben den Kamin, wir haben den Fernseher, der wahrscheinlich viel zu hoch hängt, weil er über dem Kamin noch hängt. Aber ist ja egal, das ist Sims. Dann haben wir hier unter der Treppe so ein paar kleine Kommoden. Die sind zum Beispiel nicht benutzbar, aber die müssen da ja auch nicht benutzbar sein. Die stehen hauptsächlich dekorativ, um den Raum da so ein bisschen zu füllen, um auch da so ein bisschen Licht in die Ecke zu bringen. Und genau, dann haben wir hier das Fischlicht über dem über der Bar, weil ich mag das Fischlicht. Das ist immer ein Favorit. Und dann, ja, manchmal arbeite ich auch hier so ein bisschen am Außenbereich noch. Zum Beispiel haben wir hier dann so eine kleine grüne Ecke noch. Denn ich wollte irgendwie noch so ein bisschen mehr Grün gerade auch in diese Ecke hier bringen, denn die sieht doch sehr karg und ungeliebt aus sonst. Und sah sie auch vorher schon. Deswegen dachte ich mir, gestalte ich das ein bisschen angenehmer in dem Bereich. Ich bringe hier ein bisschen mehr Grün rein, ein paar Pflanzen. Und die wachsen aber halt eben ein bisschen wilder, als sie vorher noch gewachsen sind. Oder als wir halt vorher noch den Außenbereich hier gestaltet haben. Und wie gesagt, ich finde, das sieht sehr viel besser aus. Ich finde auch so ein bisschen den Hang, den ich ja genauso gelassen habe, wie er vorher war. Ich finde den auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ein bisschen sehr viele Pflanzen. Aber auch das habe ich einfach mal so gelassen, weil auch das macht das Grundstück so ein bisschen aus. Ja. Aber ich habe noch ein paar Bäume Palmen besser gesagt, habe ich hinzugefügt. Ich finde auch die machen sehr viel aus, hier einfach so ein paar Palmen zu haben, noch ein bisschen mehr Vertikalität in das Grundstück reinzubringen. Dann, das macht den Bereich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen interessanter, wie ich finde. Und ja, habe halt eben auch die Klippen so versucht an die Umgebung anzupassen, weil ihr seht ja, drumherum sind ja auch überall so Steinklippen. Und umso besser passt sich das natürlich auch an den Rest an, wenn wir das alles so ähnlich gestalten. Dann hier auch die Parkplätze sind ein bisschen freier gestaltet, halt eben mit dieser Bodengestaltung anstatt mit den Fliesen quasi, mit den Bodenfliesen. Ich weiß nicht, das sieht dann irgendwie immer ein bisschen
weicher aus, dadurch, dass ja der Übergang auch so ein bisschen weicher ist. Und hier habe ich doch mal so ein kleines ordentliches Element eingefügt, wie wir es auch schon vorher hatten, aber es ist lange nicht mehr so, ja, schon fast so einschränkend wie vorher. Er meint eben so ein bisschen Klee, den hatten wir auch vorher schon, und dazu noch ein paar Rosenbüsche, die wir jetzt auch hier unten hinpacken. Also da seht ihr auch so was Wiederkehrendes, dass wir das an zwei Stellen haben mit den Rosenbüschen und dem Klee. Genau, das ist so die Idee hierfür. Und dann geht es, glaube ich, mit der Innengestaltung weiter. Also ich habe da erstmal so ein bisschen mehr draußen gestaltet und dann wird hier drin noch so ein bisschen mehr eingefärbt. Die Küche, ne, bleibt wie gesagt rot und schwarz und weiß sind so die Farben für hier, und die habe ich hier auch so beibehalten und die anderen Räume halt eben auch. Wir sind, möchte einmal dazu sagen, auf einem 30x40 Grundstück hier in Sunset Valley, auf so einem Hanggrundstück mit Blick ans Meer, und da sind ja mal zwei Grundstücke und wir sind hier auf dem, was näher zur Stadt liegt. Ich denke mal, wenn man das Grundstück auch platziert, wird man sehen, dass nur bei einem von beiden das einigermaßen hinpasst. Das andere ist irgendwie so mehr an der Ecke. Und das hier ist halt mehr wirklich an der geraden Hangseite. Und ich habe zum Beispiel auch meine Lieblingspalme platziert, wie ihr eben gesehen habt, im Schlafzimmer. Ich finde, da passt die sehr gut hin, weil da noch viel Platz war. Und auch sehr viel Licht da reinkommt. Ich denke mal, das wird der Palme sehr gut gefallen. Und hier gestalten wir dann das Teenagerzimmer. Die Teenagerin hat ja auch ihren eigenen Schreibtisch, den ich aber nochmal geändert habe, weil ich fand, der passt wirklich vom Stil überhaupt nicht da rein. Also deswegen seht ihr, wie ich da so ein bisschen Stile gemixt habe. Überhaupt nicht so, wie ich es mittlerweile machen würde. Ich habe das Ganze doch ein kleines bisschen modernisiert. Ich meine, wir haben ja auch 2019 und nicht 2013. Da kann man das schon ein bisschen modernisieren. Und genau, hier kommt dann eben der Fitnessraum hin und noch ein weiteres Badezimmer später, und bis dahin haben wir hier eben noch den Poolbereich, nicht den Poolbereich, dachte ich jetzt bei dem Billardtisch an Pool, weil wegen Pool halt. Nee, stattdessen bauen wir hier eine Karaoke-Maschine hin. Ich finde, das passt immer ganz gut zu so einem Partybereich. Dann haben wir natürlich noch eine Menge Platz fürs Tanzen. Ich dachte mir, das lasse ich offen. Gerade weil sich dieses Haus auch sehr gut zum Partys feiern anbietet. Das ist, denke ich, mir immer ganz gut, wenn man noch Platz hat für die ganzen Sims, die da reinkommen. Dass die da unten dann hingehen und da dann direkt tanzen können. Insofern ist es vielleicht doch besser, wenn man unten die Eingangstür hat. Dann kommen die Sims vielleicht alle nach unten zum Feiern. Und wenn man halt irgendwie so normalen Besuch hat oder die Sims normal nach Hause gehen, kann man halt oben wieder als Eingangstür festlegen. Vielleicht kann man das ja dann auch situativ verändern. Und bei dem Teenagerzimmer hier, das war vorher sehr, sehr bunt und irgendwie auch ungut bunt. Ich mag ja eigentlich bunt, aber das war vorher eigenartig. Es sah irgendwie aus, als wären die ganzen Möbel vom Flohmarkt. Ich weiß auch nicht, es war ein sehr eigenartiger Stil und überhaupt nicht zum Rest des Grundstücks passend. Hier habe ich mich dann auf zwei Farben einigermaßen geeinigt, nämlich auf so einen Violettton und auf einen hellen Mintton, würde ich vielleicht schon fast sagen. Und dazu aber noch einen kräftigen Holzton und Metall und solche Dinge, also und Weiß. Aber das sind so die zwei Farben, die wirklich da sind, und halt eben als Kontrast der kräftige Holzton. Wir haben ja sowieso auch schon vorher kräftigen Holzton gehabt, vor allem im Schlafzimmer hatten wir kräftige Holztöne, und deswegen dachte ich, bringe ich die jetzt eher ins Teenagerzimmer, weil ich finde, da passen die ganz gut rein. Und ansonsten wäre das doch sehr pastellig geworden und ich wollte da trotzdem noch so was Kräftiges haben als Ausgleich dazu. Und ja, deswegen, also mir gefällt das Teenagerzimmer definitiv besser als vorher. Der Sim hat auch ein größeres Bett, hat ja auch einfach mehr Licht. Das ist, denke ich mal, ganz cool. Und im Keller hat man dann halt so die anderen Sachen, die nicht so wahnsinnig viel Licht immer brauchen. Apropos Licht, da haben wir dann die Kerze gestaltet und generell ist der Raum hier eher so in so einem Türkiston, gerade auch mit dem Sofa. Da hat sich also die Farbe ein bisschen geändert, wobei ich auch rote Akzente nehme. Also Rot und Türkis sind so ein bisschen die Hauptfarben hier in dem Grundstück. Oder ja, Türkis, Grün, Mint, irgendwie sowas in der Richtung.
und dann halt eben rot als Kontrast. Nur eben das Schlafzimmer, das Elternschlafzimmer oder das Schlafzimmer der alleinerziehenden Mutter, das hat nochmal ein ganz anderes Farbthema. Also interessante Farben auf jeden Fall. Ich weiß, das ursprüngliche zweite Badezimmer, was im Keller war, das war irgendwie gelb, aber das habe ich jetzt nicht so beibehalten. Generell fand ich das Badezimmer jetzt auch nicht so toll, deswegen habe ich das einfach komplett entfernt und ein neues Badezimmer gestaltet. Ja. Und hier haben wir die kleine Büroecke. Ihr seht, wir haben da so einen kleinen Raumtrenner. Das heißt, man kann da für so ein bisschen Privatsphäre sorgen. Aber wenn hier gefeiert wird, dann kann man da natürlich nicht arbeiten. Aber es ist trotzdem schön, da so eine kleine Büroecke zu haben. Ist auch der einzige PC im Haus, weil die Teenagerin hat halt eben einen Schreibtisch für Hausaufgaben. Und ja, wenn irgendjemand dann einen PC nutzen möchte, kann man eben hier unten hinkommen. Das ist, denke ich mal, schon ganz in Ordnung. Hat auch hier einen Blick direkt nach draußen, zur Grillecke, zum Außenbereich, was immer ganz schön ist. Also ich versuche auch irgendwie Schreibtische immer so in die Nähe von einem schönen Ausblick zu stellen. Keine Ahnung, weil das schön ist. Ich habe kein Fenster direkt bei meinem Schreibtisch, aber ich habe dafür ein Bild. Es ist so ein Stoffhängel-Dingsi von einem Wald direkt über meinem Schreibtisch. Und das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Das beruhigt mich immer. Und deswegen ist es, denke ich mal, auch ganz schön, hier nach draußen gucken zu können beim Arbeiten, wenn man am Schreibtisch irgendwas macht. Und genau, hier noch so ein bisschen mit Pflanzen gearbeitet. Ich habe hier auch Packs genutzt, die ich 2013 noch nicht hatte oder die es 2013 noch gar nicht gab. Ich weiß gar nicht, war 2013 schon irgendwie Into the Future draußen oder so? Keine Ahnung. Aber zumindest hatte ich da auf jeden Fall einige Packs noch nicht, weil ich habe ja auch nicht sofort mit allen Packs angefangen zu spielen. Und ich habe die auch nicht bei Release direkt mir geholt. Das mache ich auch bei Sims 4 nur noch sehr selten. Ich weiß, das Inselleben-Pack habe ich mir fast direkt zum Release geholt. Ich hatte direkt am Release an dem Wochenende keine Zeit, aber danach habe ich es mir geholt. Und finde 40 Euro auf jeden Fall übertrieben dafür, aber gut. Ja, aber... Ne, so generell habe ich jetzt mir meistens nicht unbedingt die Erweiterung direkt zum Release geholt und entsprechend hatte ich hier auch 2013 noch nicht alle Erweiterungspacks, aber hier habe ich auf jeden Fall alle Erweiterungspacks und auch noch ein paar Accessoire-Packs, zum Beispiel das zweite Badezimmer, was wir später noch gestalten werden, das ist fast komplett mit den Luxus-Suite-Accessoires gestaltet. Deswegen äußert sich es auf jeden Fall darin. Und dieses Badezimmer hier, seht ihr, ist auf jeden Fall grün und der Boden ist noch der originale, den belasse ich auch so. Aber bei den Möbeln, also bei der Dusche und auch bei den Waschbecken, habe ich das Grün noch ein bisschen gedämpft, weil mir das doch ein bisschen zu intensiv ist, auch gerade für den Boden. Und ich das dann noch eher so versucht habe, den Boden anzupassen, fand ich irgendwie besser. Ja. Und das Grundstück kostet, also es hat vorher, glaube ich, schon fast 200.000 gekostet und das kostet jetzt im Nachhinein auch fast 200.000. Ich glaube, irgendwie 10.000 weniger als vorher, aber es ist trotzdem noch ein sehr teures Grundstück. Das heißt, ihr könnt natürlich auch, keine Ahnung, in Sunset Valley spielen und irgendwo starten und dann euren Weg zu diesem Grundstück hinarbeiten. Das wäre vielleicht irgendwie auch eine ganz coole Idee, gerade auch irgendwie als... Single Sim und dann kriegt der Sim irgendwann ein Kind und dann muss man sich halt immer mehr Geld erarbeiten, bis das Kind vielleicht, wenn es gerade Teenager ist, bis man da dann irgendwie genug Geld hat. Dafür würde das natürlich perfekt passen, dieses Haus, finde ich. Dass man da dann mit seinem Teenager-Kind einziehen kann. Und dann kann man vielleicht auch nochmal ein Kind bekommen und kann aus dem Fitnessraum noch ein Kinderzimmer machen. So in der Richtung. Ich habe hier auch Wäschekörbe platziert in beiden Badezimmern, weil ich glaube, die waren auch vorher jeweils in den Badezimmern, was manchmal praktisch ist, manchmal aber auch nicht. Und das Problem ist, dass sie sich sowohl beim Duschen als auch beim Zu-Bett-Gehen umziehen. Das heißt, bei beiden Malen wird Wäsche hingeworfen, aber ja, außer man packt sowohl in die Badezimmer als auch in die Schlafzimmer Wäschekorb, landet immer irgendwo mal was man dann irgendwie einsammeln muss. Aber dafür kann man ja im Spiel das einfach in den Wäschekorb reinpacken. Was ich allerdings eine ganze Weile vergessen habe, sind eine Waschmaschine und ein Trockner und sowas. Und deswegen seht ihr das hier beim Bauen nicht, aber in den Screenshots am Ende seht ihr, wie da im Fitnessraum auch noch eine Waschmaschine und ein Trockner stehen, weil ich da dann halt erst dran gedacht habe, also erst nachdem ich das Haus fertig gebaut habe.
sodass man nicht nur Wäsche sammeln kann, sondern die auch waschen kann. Yay. Man hätte natürlich auch zu einem Waschsalon gehen können, nur dann sind die Wäschekörbe trotzdem unnötig. Ja, genau. Aber hier sind wieder immer noch, keine Ahnung, immer noch ein Badezimmer. Das ist auf jeden Fall doch ganz gut. Also es hat eine ganz gute Größe. Ich hatte ja auch ursprünglich in dem Badezimmer, ich weiß, dass ich das damals cool fand, aber ich hatte ursprünglich in dem Badezimmer einen kleinen Brunnen. So, müsst ihr im ersten Teil nochmal am Anfang schauen. Da hatte ich halt einfach so einen kleinen Brunnen irgendwo in der Ecke. Der hat vor allem, also, keine Ahnung, das Badezimmer war, glaube ich, noch kleiner als das jetzt. Und ich hatte so gerade alles hinplatziert und dann war da noch so die eine Wand frei. Und ich dachte mir, was mache ich denn mit dem freien Platz? Baue ich da einfach einen Brunnen hin, damit man möglichst wenig Platz in dem Badezimmer hat. Also nicht so ein Objektbrunnen, sondern wirklich mit dem Brunnentool. Weil ich das für eine gute Idee gehalten habe. Ja, also ich habe es wirklich damals cool gefunden, einen Brunnen einfach im Badezimmer zu haben. Oder vielleicht ist es auch ein Fußbad gewesen, wer weiß. Jedenfalls haben wir da jetzt keinen Brunnen mehr. Das ist, denke ich, immer ganz gut. Auch hier der Fitnessraum ist in diesem Mintton gehalten. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war, ob ich beim Bauen dran gedacht habe, so ja, die Farben sollten alle irgendwie zusammenpassen. Wir haben halt eben Grün und Türkis Mint kombiniert. Oder ob ich einfach bei jedem Raum dachte, ja, das passt. Also wir haben hier kein wirkliches Blau, auch Gelb nicht so wirklich verwendet. Ich meine, Blau gut haben wir halt im Schlafzimmer. Aber interessant auf jeden Fall. Interessante Farbwahlen. Finde ich immer ganz lustig, das nochmal im Nachhinein so zu sehen. Und hier, wie gesagt, das Badezimmer, wo es mir ein bisschen leicht gemacht habe. Ich habe einfach die vorgefertigten Möbelstücke von Traum Suite Accessoires genommen und die auch nicht weiter, also vor allem die Toilette und das Waschbecken nicht weiter verändert. Den Rest habe ich schon verändert, weil so schlimm ist es jetzt auch nicht, dass ich total faul war, die nochmal umzugestalten. Ich bin trotzdem immer noch ich und muss jedes Objekt umfärben. Außer das Waschbecken und die Toilette. Aber das passt schon. Wir haben hier so eine schöne Steinwand als Akzent in dem Raum. Genau, fand ich eigentlich auch ganz gut. Und wir haben halt, wie gesagt, hier die Fenster. Das heißt, man guckt da so ein bisschen zu einer Schräge nach draußen. Aber man bekommt auf jeden Fall Licht und das finde ich ganz gut. Ich finde irgendwie diese Kellerfenster schon so ziemlich das Einfachste. Zumindest, wenn man nicht das Kellertool benutzt, dann sind die auf jeden Fall sehr einfach zu machen. Mit dem Kellertool kann man aber natürlich auch Kellerfenster machen. Ich hatte ja auch mal überlegt, ob ich dazu ein Tutorial machen soll. Zu dem Kellertool, was aber auch nur auf einer Seite basiert, die ich auch in jedem Video, glaube ich, von mir verlinke. In jedem Sims-Video ist diese Seite in der Videobeschreibung verlinkt, weil die da so viele tolle Tutorials und Infos zu den Erweiterungen und sowas haben, vor allem zu Sims 3. In Sims 4 dann irgendwann nicht mehr, weil ich weiß gar nicht, ob die Seite noch betrieben wird oder ob die dann irgendwann aufgehört haben, noch weiter Infos zu sammeln. Aber für Sims 3 ist die Seite auf jeden Fall super cool und da habe ich halt zum Beispiel auch meine ganzen Infos zum Kellertool gewonnen und dachte mir, vielleicht kann ich daraus ein Tutorial mal machen. Mal schauen. Hier gestalten wir auf jeden Fall noch diesen kleinen Bereich hier bei dem Treppenaufgang ein bisschen. Problem ist halt, dass da der Boden so ein bisschen schräg ist und das habe ich halt versucht so ein bisschen zu verändern, indem ich da diesen Erdboden platziert habe und halt eben noch so ein paar Pflanzen, habt ihr eben gesehen und ich finde, dann wirkt das am Ende doch ganz gut. Hier haben wir noch so ein bisschen Blümchen und kommen gleich in die Screenshots und da werden wir jetzt erstmal die alte Version des Hauses, wie sie 2013 war, mit der neuen vergleichen. Von verschiedenen Winkeln werdet ihr es jetzt jedes Mal sehen. Ich denke mal, man kann ganz gut erkennen, was die alte Version ist. Und was die neue Version ist, oder? Also ich denke mal schon. ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr diese Renovierung hier findet. Gerade auch die Vorderseite. Die Vorderseite. Die ist so viel besser jetzt. Es sieht jetzt aus wie ein Haus von vorne. Ja! Und dann haben wir hier noch den Eingangsbereich, der, finde ich, auch sehr viel aufgeräumter, sehr viel schöner und simpler ist. Und dann kommen wir jetzt aber noch zu dem jetzigen Haus,
zur Außengestaltung und natürlich auch zur Innengestaltung. Hauptsächlich eben jetzt die Screenshots von der jetzigen Version. Also ich wollte jetzt nicht jeden Winkel und jede Ecke vergleichen. Und dann sehen wir jetzt hier diesen wunderschönen Eingangsbereich. Oh, ich finde, der ist so toll geworden, gerade auch mit dem Licht und mit dem Treppengang nach unten und mit dem Muschelbild. Ich finde, das sieht richtig cool und eindrucksvoll aus am Ende, wenn man da so reinkommt und das dann sieht. Und dann haben wir hier nochmal ein Bild der alten Küche. Ihr seht, auch in Rot gewesen. Und jetzt die neue Küche, auch wieder in Rot, ein bisschen anders angeordnet, ein anderer Tisch, aber doch schon von der Art noch weiterhin ähnlich. Und hier das Badezimmer, leicht weniger grün, aber trotzdem noch die gleichen Fliesen und das gleiche Thema und auch die gleichen Möbel. Und dann hier ist das alte Schlafzimmer der Mutter quasi des Hauses. Und hier ist jetzt neu, weniger Gold, mehr rötlich, passender auch zu dem Bild, was über dem Bett hängt. Und hier seht ihr auch, wie der Schlafbereich so ein bisschen abgetrennt ist nach außen. Hier haben wir das neue Teenagerzimmer, sehr hell auf jeden Fall, auch mit den weißen Wänden überall. Und ja, trotzdem auch mit verschiedenen Farben. Und hier sind wir jetzt im Kellergeschoss quasi, dem Wohnbereich, dem Partybereich, dem Bürobereich, alles so in einem. Und trotzdem hat alles so seinen eigenen Bereich, was ich ganz cool finde. Ja, und dann haben wir hier noch den Fitnessraum mit den Waschmaschinen, die einfach plötzlich aufgetaucht sind. Tada! Und dann noch das Badezimmer dahinter, in auch einem Rot gestaltet, passend zum Rest des Hauses, lustigerweise. Und ja, das war's für dieses Hausbauvideo. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich freue mich sehr über Kommentare von euch und wir sehen uns hoffentlich in einem nächsten Video von mir wieder. Ciao!